Hallo zusammen. Wie ihr hoffentlich wisst, gibt es Superhelden nicht nur in Filmen und Comics, sondern auch im realen Leben. Damit sind willensstarke, einfallsreiche und beherzte Jungs und Mädels gemeint, die andere Menschen retten. Leider tragen sie weder eine Maske noch einen Umhang. Sollten sie sich aber eines Tages doch dazu entscheiden, würden die Straßen voll mit Erwachsenen und Kindern in Superheldenkostümen sein. Ihr habt richtig gehört, auch Kinder legen zuweilen ein beherztes Handeln an den Tag. Seid ihr gespannt, welche Heldentaten sie vollbracht haben? Dann lasst uns loslegen. Bridger Walker. Mal Hand aufs Herz, jeder von uns hat als Kind davon geträumt, ein Superheld zu werden. Einige tun es bis heute und das muss euch nicht peinlich sein. Wir haben in der Kindheit kleine Heldentaten vollführt, indem wir unseren Müttern halfen, die Einkäufe nach Hause zu bringen oder uns um obdachlose Tiere zu kümmern. Ein Bursche namens Bridger Walker war in dieser Hinsicht bestimmt nicht anders als seine Altersgenossen. Aber in diesem Sommer hat er eine echte Heldentat vollbracht. Beim Spaziergang hat der 6-Jährige aus Wyoming plötzlich einen wutschnaubenden Hund auf seine kleine Schwester zustürmen sehen. Nicht jeder Erwachsene hätte an seiner Stelle die Nerven behalten. Beim Anblick eines aggressiven und angriffslustigen Vierbeiners ergreift man meistens die Flucht, ohne nachzudenken. Aber Bridger war klar, dass seine Schwester vom Tier gleich zerfetzt werden könnte. Deshalb hat er sich zwischen sie und den Hund gestellt und die gesamte Wucht der Attacke auf sich genommen. Könnt ihr euch vorstellen, wie mutig der Junge war? Sein Heldenmut ist ihm aber teuer zu stehen gekommen. Der Vierbeiner hat sich in seinem Gesicht festgebissen, sodass seine Wunde mit ganzen 90 Stichen genäht werden musste. In einer solchen Situation braucht man unbedingt Unterstützung, nicht wahr? Und der kleine Retter hat sie tatsächlich bekommen. Seine Geschichte hat nicht nur einfache Internet-User, sondern auch ganz große Hollywood-Stars beeindruckt. Chris Evans sprach ihm in einer persönlichen Videobotschaft seine Bewunderung aus und schickte dem Jungen ein Original-Captain America-Schild. Robert Downey Jr. versprach dem jungen Helden, dass er ihm ein Überraschungsgeschenk zum Geburtstag machen würde. Hat er damit etwa einen Original-Iron-Man-Anzug gemeint? Tom Holland hat bei Bridger persönlich angerufen und ihn zum Set des dritten Spider-Man-Teils eingeladen. Und der US-Musiker Bret Michaels schenkte dem Buben seine Lieblingsgitarre, wodurch er ihn zu Tränen gerührt hat, weil der Junge dachte, dass Michaels nun keine Gitarre mehr hätte. Merkt euch diesen Namen, denn der Kleine wird vielleicht eines Tages unseren Planeten retten. Joseph Levy. Diejenigen von euch, die kleinere Geschwister haben, wissen ganz genau, dass man bei Kleinkindern immer tierisch aufpassen muss. Denn sie stellen ständig irgendwelchen Blödsinn an, indem sie zum Beispiel Sand essen oder es versuchen, ein Feuer direkt auf dem Boden des Gästezimmers zu machen. Solche Spielchen können zu fatalen Folgen führen. Und hier ist ein Beispiel dafür. Tila Levy aus Florida war eines Abends wie immer damit beschäftigt, ihre 5 Kinder für den Schlaf vorzubereiten. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer diese Aufgabe ist? Denn selbst wenn man versucht, 3 Babys auf einmal einzulullen, bereiten die 2 anderen währenddessen Probleme. Um alle Kinder gleichzeitig im Auge zu behalten, muss man ein Multitasking-Genie sein. Doch Tila war es eben nicht. Kaum hat sie sich von ihrem 11 Monate alten Sohn weggedreht, begann der Kleine, sich an den Rand des Wickeltischs zu robben. Was danach geschah, war nichts anderes als ein Wunder. Sie selbst. Der 9-jährige Bruder des Winzlings hat es bemerkt, rannte zu seinem Bruder rüber und konnte ihn wenige Zentimeter über dem Fußboden auffangen. Der Junge war selbst sehr überrascht, dass er es geschafft hat. Dennoch nie zuvor sei er so schnell gelaufen und schon das 13 Kilo schwere Kind in den Arm zu halten, falle ihm normalerweise schwer. Josephs Mutter hält ihn für einen Helden. Tja, bei so einem umtriebigen Bruder muss er es wohl sein. Jacob O'Connor. Wie oft habt ihr von euren Eltern gesagt bekommen, dass ihr den Fernseher ausschalten und auf euer Zimmer gehen sollt, weil man aus modernen Filmen ja sowieso nichts Vernünftiges lernen könnte? Gratulation, liebe Freunde, denn von nun an habt ihr einen triftigen Grund, um euch Actionfilme ohne Ende reinziehen zu können. Ihr könnt euch einfach auf die nachfolgende Geschichte berufen. Der 10-jährige Jacob O'Connor stand wie alle Kinder in seinem Alter auf Blockbuster, besonders auf die, in denen sein großes Idol Dwayne The Rock Johnson die Hauptrolle spielt. An dem Tag, an dem sich dieser Vorfall zutrug, saß der Junge wahrscheinlich ebenfalls vor im Fernseher, doch plötzlich merkte er, dass sein 2-jähriger Bruder verschwunden war und die Tür zum Hinterhof offen stand. Jacob rannte hinterher und er kam gerade noch rechtzeitig. Der Kleine war über das Schutzgitter geklettert und in den Pool gefallen. Er befand sich über eine Minute unter Wasser und schwebte in Lebensgefahr. Jacob wusste aber sofort, was zu tun ist, weil er gesehen hatte, wie Dwayne Johnson im Streifen San Andreas seine Filmtochter wiederbelebte. Und so führte der 10-jährige Dylan bei seinem Bruder intuitiv eine Herz-Lungen-Massage durch, ohne jemals einen Erste-Hilfe-Kurs besucht zu haben. The Rock, als er durch diese Presse von den kleinen Lebensretter gehört hat, war so fasziniert von seinem Mut, dass er ihn zum Filmset seines neuen Films eingeladen hat. Später enthüllte der Schauspieler, dass der Bursche auf ihn total aufgeregt und verlegen wirkte. Wie ihr seht, sind manche Helden sehr bescheiden. Emira Thornton.
Okay, lassen wir nun Skeptiker zu Wort kommen. Diese Kinder sind zweifelsohne Helden, aber die von ihnen geretteten Personen waren ungefähr im selben Alter wie sie. Wären es Erwachsene gewesen, hätten sie nicht retten können, weil ein Kind dafür nicht stark genug ist. Diesbezüglich haben wir eine andere Geschichte, die das Gegenteil beweist. Wusstet ihr etwa nicht, dass Wissen die wichtigste Macht ist? Davon werdet ihr euch gleich selbst überzeugen. Die 7-jährige US-Amerikanerin Amira Thornton hat eines Tages ganz gemütlich ferngesehen, als sie plötzlich seltsame Geräusche aus der Küche hörte, wo ihre Mutter Jennifer gerade am Kochen war. Als die Kleine nachschauen ging, sah sie ihre Mutter fieberhaft nach Luft schnappen. Schuld daran war ein kleines Stück Wurst. Ja, nicht nur Kinder können sich verschlucken. Amiras Mutter konnte kein Wort von sich geben und die anderen Erwachsenen waren gerade nicht zu Hause. Fast jedes Kind wäre in dieser Situation in Panik geraten, aber es geschah etwas Unglaubliches. Amira ist nicht nur cool geblieben, sondern ihr fiel auch sofort eine Szene aus der Komödie Mrs. Doubtfire, das stachelige Kindermädchen ein, in der Robin Williams bei der Figur von Pierce Brosnan das Heimlichmanöver durchführt. Aber dass Amira den Handgriff anwenden und ihre Mutter damit retten konnte, ist noch nicht das Verwunderlichste an dieser Geschichte. Wisst ihr noch, was ihr mit 7 gerne im Fernsehen geschaut habt? Vermutlich lauter Trickfilme. Es ist erstaunlich, wie aufmerksam die Kleine sich einen nicht gerade populären Film aus dem Jahr 1993 angesehen hat. Allerdings gab sie später zu, dass ihr Opa ihr diese Sofortmaßnahme mal beigebracht hat. Vielleicht war das der Grund, warum sie so souverän handelte. Alexis Szymanski. Wie sieht normalerweise ein Lebensretter in einem Katastrophenfilm aus? Für gewöhnlich ist es ein harter, mutiger Kerl oder etwas seltener eine selbstbewusste, entschlossene Frau. Hört euch die nächste Geschichte an und ihr werdet überrascht sein, wie sehr sich Realität und Fiktion manchmal voneinander unterscheiden. Die Familie Szymanski aus Kanada war auf dem Heimweg aus ihrem Urlaub am Sylvan Lake. Angela saß am Steuer, während ihre 5-jährige Tochter Alexis und ihr Sohn, der gerade 2 Monate alt war, friedlich schliefen. Sie waren schon lange unterwegs und sollten nach wenigen Stunden zu Hause ankommen. Ihr müsst wissen, dass man genau in solchen Momenten besonders wachsam sein sollte. Im Auto spielte ein Gute-Nacht-Lied für die Kinder und Angela ließ sich davon in den Schlaf wiegen. Als sie einnickte, kam das Auto von der Straße, stürzte in einen Graben und prallte auch noch gegen einen Baum. Alexis wurde vom Geschrei ihres Bruders aus dem Schlaf gerissen. Sie hat versucht, ihre Mutter wachzurütteln, doch sie war bewusstlos. Und so kam es, dass die Kleine in die Rolle einer Superretterin schlüpfen musste. Als erstes hat sie sich selbstständig aus dem 5-Punkt-Sicherheitsgurt befreit. Glaubt uns, für ein Kind ist es gar nicht so leicht. Daraufhin krabbelte sie barfuß den 12 Meter hohen Abhang hoch, um ein vorbeifahrendes Auto anzuhalten. Nur damit euch klar ist, wie schwer das war, ein ehemaliger Feuerwehrmann, der den Graben hinunterstieg, um den Betroffenen erste Hilfe zu leisten, schaffte es danach nicht, aus eigener Kraft wieder hinaufzuklettern. Man musste ihm ein Seil werfen. Kein Wunder, dass Alexis später mit einer Medaille des Canadian Royal Humane Society ausgezeichnet wurde. Zurzeit ist Alexis die jüngste Kanadierin, die diese Auszeichnung jemals zuteil wurde. Lia Vega. Viele Eltern beschweren sich darüber, dass ihre Kinder die ganze Zeit am Handy hängen. Aber Larissa Taylor wird es bestimmt nie tun. Denn ihre Tochter hat sich schon jetzt das Recht verdient, ein Smartphone so viel zu benutzen, wie sie es will. Es dauert allerdings noch ein Weilchen, bis sie soweit ist, da die Kleine gerade mal 2 geworden ist. Aber das hat sie nicht daran gehindert, ein Handy bedienen zu lernen und für ihre Mutter telefonisch Hilfe zu holen, als sie plötzlich umgekippt war. Im Ernst, es sieht so aus, als ob die Welt bald von einem neuen Genie erfahren könnte. Lia war zusammen mit der Mutter bei ihrer Oma in Houston zu Besuch. Eines Tages, als die alte Dame nicht zu Hause war, ist Larissa mir nichts, dir nichts bewusstlos auf den Boden gefallen. Erstaunlicherweise hat das Kind gleich begriffen, dass es kein Spiel war. Und jetzt wird's richtig spannend. Die Kleine schnappte sich das Handy ihrer Mama, entsperrte es und wählte nicht irgendeine zufällige Nummer, sondern rief ihre Großmutter an. Als diese ranging, sagte Lia, meine Mama ist gefallen. Die Frau hat sofort einen Krankenwagen gerufen und Larissa konnte rechtzeitig notärztlich versorgt werden. Sie bezeichnet ihre Tochter als Superheldin und behauptet, ihr niemals beigebracht zu haben, wie man ein Smartphone benutzt. Das wäre auch nicht nötig gewesen, denn Lia hätte es längst selber gelernt. Sie hat es nur verheimlicht, damit Larissa ihr nicht verbot, sich YouTube-Videos reinzuziehen. Arabella Haskins. Wenn man sich all diese Geschichten anhört, stellt man sich unweigerlich die Frage, ob wir Kinder wirklich so gut verstehen, wie wir glauben, stimmt's? Sie scheinen die meisten ihrer Fähigkeiten zu verheimlichen, zumindest was ihre Intuition angeht. Denn sie ist bei ihnen echt unglaublich stark ausgeprägt. Und hier ist eine weitere Geschichte, die es bestätigt. Lily und ihre ältere Schwester Arabella waren neben ihrem Haus in der australischen Stadt Queen Bayan Trampolin gesprungen, als das jüngere Mädchen plötzlich zusammengebrochen war. Ein Erwachsener hätte in dieser Situation sofort einen Notdienst alarmiert, aber Lily war zu dem Zeitpunkt erst 6 und Arabella 8.
Kinder in diesem Alter nehmen alles wie ein Spiel wahr. Doch Arabella wusste gleich, dass ihre Schwester sich nicht bewusstlos gestellt hat. Dem Mädchen fiel außerdem ein, dass man sie in der Schule gelehrt hat, bei Ohnmächtigen den Puls zu überprüfen. Doch sie konnte bei Lily keinen finden. Ist das denn nicht erstaunlich? Hätte Arabella eine halbe Minute getrödelt, wäre das Ganze tragisch ausgegangen. Glücklicherweise hat sie ihre Eltern rechtzeitig zur Hilfe geholt. Sie haben auf der Stelle einen Notarzt gerufen und bei Lily eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchgeführt. Später stellte sich heraus, dass sie aus ungeklärten Gründen einen Herzstillstand erlitt. Lily musste ein Defibrillator implantiert werden, aber sie fühlt sich dadurch nicht verwundbar, denn mit so einer Schwester an ihrer Seite hat sie praktisch nichts zu befürchten. Hey Leute, habt ihr keine Lust mehr, Videos über süße Tiere und herzerwärmende Geschichten anzusehen? Ihr braucht etwas Ernsteres in eurem Leben. Harte Autos, coole Roboter und die ungewöhnlichsten Gadgets der Welt. Holt euch den Hightech-Adrenalinkick, den ihr braucht, auf TechZone. Jetzt abonnieren, wir warten auf euch.